Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Denkmal- und äh, Geschichtsfreunde, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum neuen Montagsvortrag am 5. Juli. Mein Name ist Stefan Lüttgert. Ich habe ähm, Ihnen ein Thema mitgebracht, das, glaube ich, den wenigsten allzu viel sagt. Das Thema lautet Erdöl in Niedersachsen. Und trägt den schönen Untertitel Gewinnung, Gebrauch, Geschichte. Kurz zu meinem Hintergrund: Ich bin von Hause aus ursprünglich mal Archäologe, habe auch eben Geowissenschaften studiert und war auch einige Jahre tatsächlich ähm, hier in Niedersachsen in der Vorbereitung des äh, Forschungs- und Erlebniscenters Schöninger Speere tätig und äh, nun seit 2015 als Leiter des Deutschen Erdölmuseums in Wietze. Wir sind gerade dabei, das Museum etwas neu zu erfinden, in die Zukunft zu führen. Und ähm, ja, ich denke, der Zeitpunkt ist auch denkbar günstig. Ähm, ich habe dem Vortrag ein sehr schönes sprechendes Zitat vorangestellt, das ich Ihnen nicht äh, vorenthalten will, weil es scheint so ein bisschen aus der Zeit äh, gefallen zu sein. Und das ist es ja letztlich auch. Es ist also schon äh, über ein halbes Jahrhundert alt, aber stammt aus der Feder eines nicht ganz Unbekannten in der niedersächsischen Erdölindustrie, nämlich Günther Schlicht, seinerzeit äh, Vorstand der Deutschen Erdölaktiengesellschaft. Er hat geschrieben, Niedersachsen steht mit seiner Erdölförderung an der Spitze aller deutschen Länder. Es ist die Wiege der deutschen Erdölgewinnung und wäre fast das Ausgangsland für die Erdölentwicklung der Welt geworden. Also ein großes Wort, das natürlich, wie man so schön sagt, runtergeht wie Öl. Vor allen Dingen, wenn man Leiter des Deutschen Erdölmuseums ist. Und deswegen habe ich das hier unbedingt äh, voranstellen wollen. Ja, äh, vielleicht zunächst kurz die Gliederung meines Vortrages. Also es soll vielleicht anders als das bei anderen Vorträgen bislang der Fall gewesen ist, nicht ausschließlich um die Historie gehen. Es soll auch noch nicht mal nur um das Erdöl in Niedersachsen gehen, sondern ich habe jetzt noch einige Fragen vorangestellt, die ich gerne mit Ihnen nochmal erörtern wollte, weil ich glaube, viele wissen einfach zu wenig über diesen besonderen Stoff. Und deswegen also vorweg die Fragen, was ist eigentlich Erdöl? Wie ist Erdöl überhaupt entstanden? Wo findet man es? Wie erschließt man Erdöllagerstätten? wie viel Erdöl gibt eine Lagerstätte her. Und dann geht es tatsächlich auch noch mal um die Fragen dann eben der Anwendung, der Verarbeitung und des Verbrauchs und werde also dort auch noch einige Beispiele anführen. Und dann kommt eigentlich der historische Teil, also der Rückblick auf die Anfänge der Erdölförderung in Niedersachsen. Äh, da geht es also um die ältesten bekannten Erdölvorkommen, nämlich das sind die sogenannten... Theakulen, was das denn ist und warum die so heißen, werde ich dann noch erläutern und da werde ich mich aber dann ganz besonders natürlich auf Wietze fokussieren und nicht nur deshalb, weil ich eben dort äh, ansässig bin und warum, weil das Erdölmuseum dort ansässig ist, sondern weil es tatsächlich als am besten erforscht kann. Wir haben tatsächlich noch äh, große Desiderate, was diese frühe Erdölgewinnung äh, anbelangt, da wissen wir eigentlich zu wenig und dementsprechend werde ich dieses einfach nur andeuten. Gehe dann also aber eben noch mal ähm, sozusagen ins Detail und werde auch zum Erdölboom in Wietze um 1900 noch einiges erzählen, von dem vieles tatsächlich auch jetzt erst äh, in jüngster Zeit ähm, ja, bekannt geworden ist oder beziehungsweise was ich eben auch unter ähm, sozusagen Nutzung des Niedersächsischen Landesarchivs auch ähm, neu erforscht habe. Und ja, äh, es ist dann sozusagen der Übergang in die INS-Zeit. Das läuft unter dem Stichwort Erdöl wird immer wichtiger und kommt unter Staatskontrolle. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz, ganz kurzen Ausblick und dann sind wir mit diesem Vortrag durch. So, wir fangen also an mit der entscheidenden Frage Erdöl. Was ist das eigentlich? Ja, Erdöl ist eigentlich in dem Sinne überhaupt gar kein Stoff, sondern tatsächlich ein Stoffgemisch, das eben hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen besteht. Nämlich bis zu 87 Prozent Kohlenstoff, dann eben in deutlich geringerem Anteil Wasserstoff. Und es können also Nebenbestandteile noch vorkommen. Schwefel ist da also ein wichtiger Faktor, natürlich nicht gerne gesehen. Man spricht dann von saurem Öl. Und dann eben noch einige Nebenbestandteile in sehr geringen Anteilen. Sie sehen das hier in dieser schönen Grafik von der Winter Saldea ganz gut aufgezeigt. Also da ist noch ein bisschen Stickstoff, da sind kleine Metalle, aber das sind wirklich. Die äh, Mengen, die sind durchaus zu vernachlässigen. Und dementsprechend kann also Erdöl tatsächlich bis zu aus, aus, aus so mehreren hundert Komponenten bestehen und ist damit eine der komplexesten Mischungen an organischen Stoffen, die wir kennen. Die Konsistenz ist von dünnflüssig bis nahezu fest. Die Farbe variiert von transparent bis tiefschwarz. Und selbst die Dichte variiert also erheblich. Sie ähm, bewegt sich von 0,65 bis 1,02 Gramm pro Kubikzentimeter aber rangiert so im Mittel irgendwo zwischen Mitte 80 und Mitte 90. Und ähm, das Öl, über das ich dann später berichten werde, äh, hier im, im nördlichen Hannover, das ist halt ein sehr, äh, sehr schweres und zähflüssiges und Öl. Allgemein gilt die Regel, je leichter und süßer ein Rohöl ist, also desto weniger Schwefel auch vorhanden ist, desto qualitativ hochwertiger. Und Sie können sich vorstellen, Schwefel ist natürlich auch ein Bestandteil. Der also sehr unangenehm riechen kann. Dementsprechend hat man in den USA manches Rohöl als Skunk Juice bezeichnet, also als Stinktiersaft. Das ist natürlich dann im Verkauf nicht so wahnsinnig attraktiv. Ja, und damit sind wir dann schon folgerichtig eigentlich bei der Gleichung oder Ungleichung. Erdöl ist nicht gleich Erdöl. Es gibt zahlreiche Sorten auf der Welt. Ich denke, einige dieser Namen sind Ihnen wohl bekannt. Also, das ist einmal das W WTI, West Texas Intermediate, das ist also das amerikanische Öl, das sich eben auszeichnet durch einen niedrigen Schwefelgehalt, eine geringe Dichte. Das war ja auch in der Anfangszeit besonders äh, beliebt als Ausgangsstoff für das Petroleum. Es hat eine goldgelbe bis mittelbraune Farbe, also so wie man sich vielleicht äh, auch Öl vorstellt. Dann gibt es halt diesen brand Corp, Brand-Blend. Das sind also die ganzen Sorten aus der Nordsee, die ja erst in den letzten Jahrzehnten überhaupt erschlossen worden sind. Die sind ein bisschen schwefelreicher. Dann gibt es den OPEC-Korb. Klar, die OPEC ist, ist uns allen, äh, glaube ich, äh, im, im, äh, im Kopf. Ähm, da wird, äh, also hat man früher mehr von gehört, aber auch jetzt geht es natürlich immer wieder darum, steigt der Ölpreis, wie positioniert sich die OPEC. Also, das ist dieser Zusammenschluss der Hauptförderländer im Nahen Osten im Wesentlichen teilweise auch in Übersee und da gibt es auch immerhin eine ganze Reihe von unterschiedlichen Rohölsorten dann gibt es noch andere die man nicht so, bei, so gut kennt aus, aus, aus Asien halt Stapes Dubai Fateh, Fateh gibt es dann noch und Urals ist dann also eine Mischung aus leichten Ölen aus Sibirien mit schwerem Öl aus dem Wolga-Gebiet also da macht man einen sozusagen künstlichen Verschnitt um einfach dieses Öl auch besser verkaufen zu können. Aber es ist eine große Vielfalt und diese Vielfalt ist also nicht nur auf Großräume oder in Großräumen zu verzeichnen, sondern selbst wenn man runter skaliert, eben zum Beispiel auf das einstige Erdöldorf Wietze, was ja nun wirklich ein denkbar kleiner Geländeausschnitt ist, auf dem sich das Erdölfeld befindet, dann sieht man, es gibt also auch hier mindestens sieben. Ähm, Ölfraktionen, die sind in dieser schönen Tabelle von 1917, von 1 bis römisch 7 durchnummeriert. Und man sieht auch hier bei der Farbe von Dunkel Kaffeebraun über Braun-Schwarz ähm, äh, geht das bis zu äh, olivgrün und auch die Dichte schwankt. Wobei natürlich, das sagte ich eben schon, das Spie oder dichte spezifisches Gewicht, das hier teilweise auch in diesem mittleren Bereich liegt, also 0,994, 0,95 Gramm pro Kubikzentimeter, das sind also wirklich äh, schwere, zähe Öle. Ja, nun die Frage, wie ist Erdöl entstanden? Ähm, da gehen natürlich auch die Theorien so ein bisschen... Auseinander, es gibt also eine, auch eine anorganische Theorie, die vor allen Dingen auch in, in Russland wohl offenkundig sehr anerkannt ist und favorisiert wird. Also im, sagen wir mal, in der westlichen Hemisphäre geht man eigentlich von der organischen Entstehung des Erdöls aus. Äh, was sind also die Voraussetzungen? Wir finden ja noch nicht überall Erdöl und in der Tat äh, bedarf es da also einiger äh, grundlegender Konstellationen. Das Erdöl ist also ursprünglich äh, entstanden aus einer Masse, äh, aus einer organischen Masse, die sich am Meeresgrund abgelagert hat, und zwar in flachen subtropischen bis tropischen Meeren. Ganz wichtig und entscheidende Voraussetzung ist zunächst mal, dass dort eben Sauerstoffmangel herrscht. Also das Material nicht normal zersetzt und abgebaut wird, sondern dass ein, es sich äh, sozusagen äh, ja, anlagert, äh, dass äh, daraus ein Faulschlamm äh, entsteht. Man spricht hier auch von Sapropel. Und äh, also das sind erstmal grundlegende Voraussetzungen, dass dann im Prinzip erstmal ein Muttergestein entstehen kann. Und dieses Muttergestein ist eben das, wo dann letztlich auch das Erdöl äh, sozusagen vorliegt bevor es dann seinen Weg in das Speichergestein äh, antritt. Und ähm, also aus diesem Sapropel wird eine, ein Kerogen, wie man sagt. Und das besteht eben überwiegend aus Algen und Plankton, aber es kommen eben auch mineralische Bestandteile äh, durchaus vor. Und damit eben überhaupt aus diesem Kerogen nun ein wirklich brauchbares, nutzbares Erdöl sich bilden kann, braucht es einerseits hohen Druck Hoher Druck äh, ist halt dann gegeben, wenn über diesem äh, Material viel Gestein auflagert, also in dem Fall Festgestein 2.000 bis 4.000 Meter und eben eine relativ hohe Temperatur. Die ist natürlich in großen geologischen Tiefen immer gegeben. Man spricht in dem Zusammenhang von einem Erdölfenster, das bewegt sich von 60 bis 170 Grad. Also das sind Grundvoraussetzungen, hoher Druck, hohe Temperatur. Und dann dauert, dauert es immer noch wahnsinnig lange, nämlich ähm, ja, wenn man es nicht irgendwie beschleunigt, 150, 200 Millionen Jahre zumindest. So alt sind die Erdöle, die hier in Niedersachsen und im angrenzenden Raum eben heute gefördert werden. Und das ist eben, sind geologische Zeiträume, die man halt mit Kreide und Jura bezeichnet. So, ähm, dieser Frage möchte ich jetzt noch etwas ähm, näher. Ähm, ja, vertiefen. Und zwar geht es also tatsächlich um die Frage, äh, wie sind denn diese Bedingungen im Untergrund äh, und ja, wie, wie bildet sich dann eben so eine Lagerstätte? Sie sehen das hier ganz schön angedeutet äh, in, in dieser Grafik äh, mit, den, mit diesen Schichten, die da angedeutet sind. Das heißt also, es entsteht, ja wodurch entsteht also diese, äh, dieser Druck? Es muss sich also über Jahrmillionen durch tektonische Vorgänge diese Kerogenführende Schicht eben absenken und es lagern sich dann im Laufe der Zeit weitere Sedimentdecken darüber ab. Und nun ist ja die Erde nichts Statisches, sondern es entwickelt sich, das heißt die Erde ist ständig in Bewegung. Sie kennen das Stichwort der Plattentektonik. Es gibt darüber hinaus andere Mechanismen, die dafür sorgen, dass also eben auch Gesteinsschichten immer in Bewegung sind. Natürlich nicht für den Menschen wahrnehmbar, weil es eben so lange Zeiträume sind. So und nun gerät also im, im glücklichsten Fall dieses Material entsprechende Tiefen, hat dann also den entsprechenden Druckauflast und die Temperatur. Und dann sind eben grundsätzlich eben diese Voraussetzungen gegeben. So, ähm, nun ist äh, das Muttergestein eben so beschaffen, dass es eben in der Regel sehr feinkörnig ist. Das hängt eben damit zusammen, es ist nicht viel Wasserbewegung, es lagern sich also nur kleine Gesteinspartikel, Mineralpartikel ab. Und dementsprechend, wenn sich das dann irgendwann verfestigt, dann kriegt man aus diesem Material, das ist in Norddeutschland vor allen Dingen der Posidonienschiefer, einfach nichts wirklich entnommen, ohne dass man besondere Vorkehrungen trifft. Deswegen fördert man auch nicht aus dem Muttergestein, sondern aus dem sogenannten Speichergestein oder dem Trägergestein. Das sind in Norddeutschland vor allen Dingen eben poröse Sandsteine. Und wichtige Parameter sind dann eben einmal die Porosität, das heißt die offene Porosität. Denn es kann ja sein, dass diese Mineralpartikel auch miteinander verkittet sind. Man spricht hier in der Geologie von Zementation. Das heißt, die Poren müssen miteinander verbunden sein. Und äh, es muss eben auch eine, ein Fluid, ein, äh, ein, ein, Öl, ein Öl, ein Wasser, -Öl -Wasser gemisch Wassergemisch hin, hin, hindurchperkulieren können. Und das ist eben die wichtige Eigenschaft der Perme Permeabilität. So, und Lagerstätten sind allgemein, oder Englisch Reservoirs, sind eben äh, wirtschaftlich gewinnbare Ansammlungen von Öl und Gas in porösen Gesteinsschichten. So kann man das allgemein sagen. Und sie entstehen. Wenn ein Aufstieg der Fluide aus dem Muttergestein in das spätere Speichergestein äh, und darüber hinaus verhindert wird. Also, das heißt, äh, es muss ähm, ein, ein Deckgebirge äh, geben, was undurchlässig ist für diese, für, diese, äh, für diese Flüssigkeiten. Man spricht eben von Sperrschichten oder von Barrieren, äh, Englisch dann wieder Seals. So, und äh, wo diese fehlen, kann das Erdöl tatsächlich eben auch natürlicherweise an die Oberfläche treten. Und in der Tat sind diese Stellen, wo das Erdöl auf die Oberfläche trifft, von sich aus, einfach dadurch, dass es eben aufgrund seiner geringen Dichte und in, in, an entsprechenden äh, geologischen Störungen nach oben wandert und äh, sozusagen bis, bis an das Tageslicht, so sind eben dann auch tatsächlich durch den Menschen die ersten... Erdölfundstellen gemacht worden. Das ist also eine wichtige Voraussetzung, weil man ansonsten ja tatsächlich nicht ohne zu bohren an diese Lagerstätten gelangt. So, und hier sehen wir noch mal ganz schön in einer dreidimensionalen Darstellung die wichtigsten Lagerstättentypen. Die allerwichtigste ist links die Antiklinale. Das ist also eine Aufwölbung, und man sieht also hier im zentralen Bereich, das ist quasi wie so ein umgestülpter Suppenteller. Ähm, äh, wir haben also diese, dieses ähm, bräunliche Deckgebirge äh, und darunter äh, haben, wir, äh, was undurchlässig ist, und darunter sammelt sich eben jetzt dieses Erdöl an, reichert sich an und damit entsteht eben eine wirtschaftlich nutzbare Lagerstätte. Das Erdöl ist also nicht ver ver verbreitet auf einen, 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 einen großen Raum, sondern es verdichtet sich eben an einem Punkt. Ähm, für Niedersachsen insbesondere eben natürlich auch für den Raum nördlich von Hannover, also wo letztlich die Erdölindustrie entstanden ist, aber ist noch viel wichtiger ähm, der, der Salzdom. Wir haben ja hier im norddeutschen Untergrund sehr viele Salzstöcke. Auch Salz hat die Eigenschaft, äh, hat ja auch eine geringe Dichte, wenn auch nicht so gering, gering äh, wie die des Erdöls. Jedenfalls äh, unter großem Druck, also in tiefem Untergrund sich in Bewegung zu setzen, es verformt sich plastisch und strebt sozusagen dem Druckgefälle nach und so entstehen eben ganze Salzmauern oder Diapire. Das bekannteste Beispiel ist in Lüneburg, das wird Ihnen ein Begriff sein. Und so eröffnet letztlich auch das Salz dem Erdöl den Weg und so kommt es nicht von ungefähr, dass also die ersten Erdölvorkommen Häufig, und das ist ja auch in Vize der Fall, an einem Salzstock sich befinden. Und diesen Zusammenhang hat man dann irgendwann auch erkannt und ist immer davon ausgegangen, also wo wir einen Salzstock im Untergrund finden, da finden wir wahrscheinlich auch Öl. Darüber gibt es dann noch die Verwerfung, aber da brauche ich jetzt im Einzelnen, glaube ich, nicht drauf einzugehen. Diese Abbildung wollte ich Ihnen einfach nur noch mal zeigen. Also, das ist hier ein Überblick der Erdölgeologie, wenn man so will. Ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte alt, aber das ist in dem Fall irrelevant. Man sieht also tatsächlich hier diese. Langen, äh, langen Salzstrukturen, die hier so Nord-Nord-West, äh, Ost-Süd-Süd-West ausgerichtet sind in Schleswig-Holstein und dann in unserem Bereich, äh, also Sie sehen hier im, im, in der Mitte rechts Hamburg eingezeichnet und äh, ja, südlich davon dann in der, äh, in der unteren rechten Bildecke äh, Zelle, Landkreis Zelle mit, mit eben den Erdölfeldern unter anderem Wietze. Und da sind die Salzstöcke halt anders ausgerichtet, aber es sind eben große Salzstrukturen im Untergrund. Es gibt, glaube ich, über 400 Salzstöcke hier in Nordwestdeutschland und an vielen ist tatsächlich eben auch Erdöl zu beobachten gewesen. Das Thema Bohren ähm, überspringen wir jetzt mal. Kommen jetzt also nochmal auf die Frage, ja, wie kommt man an das Öl eigentlich ran? Wie fördert man das? Wie viel kann man da überhaupt fördern? Und da muss man halt unterscheiden. Heutzutage, früher war das natürlich ganz anders, da hatte man... Wenig technische Möglichkeiten, aber ähm, es ist also so, dass, dass man da sozusagen nur primär gefördert hat, wie man sagt. Das heißt, entweder kommt das Erdöl von selber an die Erdoberfläche ähm, in mehr oder weniger eruptiver Form. In Amerika spricht man da von den sogenannten Gaschern. Da kann also wirklich dann teilweise das Öl, ähm, äh, was weiß ich, 10, 20 Meter hoch spritzen. Sie kennen die Bilder vielleicht auch aus Filmen. Das setzt natürlich voraus, dass ein großer Lagerstättendruck herrscht. Das heißt, da müssen auch, auch, auch unter, und dann also auch Erdölgase dabei sein. Und diese, diese Art der Förderung ist aber zumindest bei den, bei den, bei den ersten Erdöllagerstätten, die hier entdeckt wurden, in Niedersachsen nicht der Fall. Also es gibt ein Druckgefälle, das lässt aber schnell nach. Und dann muss man also spätestens dann übergehen zur Förderung mittels Tiefpumpen, sogenannte Plungerpumpen. Und Sie kennen das, diese, diese, äh, diese Pferdekopfpumpen, die auf und ab gehen. Ich habe jetzt äh, hier kein schönes Bild mitgebracht. Einige von finden Sie bei uns auf dem Museumsgelände. Das ist also für einige vielleicht noch ein vertrautes Bild. Die sind natürlich sehr selten geworden, weil jetzt inzwischen äh, die meisten Lagerstätten ausgefördert sind oder weil es sich eben nicht mehr lohnt. Das war also. Lange Zeit State of the Art sozusagen. Und dann hat, ist man übergegangen zur sekundären Förderung. Also, um dem Ganzen nachzuhelfen, hat man dann eben äh, Injektionsbohrungen im Umfeld der Förderbohrung abgetäuft und hat dann eben Wasser oder auch Gas da reingepumpt. Also in der Regel dann auch Lagerstättenwasser, was ja ohnehin bei der Förderung anfällt. Und hat sozusagen den Druck wieder aufgebaut, der dann eben verschwunden ist. Und letztlich, und das ist heute natürlich auch gerade für die schon lange Zeit, in der Förderung befindlichen ähm, Bohrungen äh, besonders äh, relevant ist die tertiäre, tertiäre Förderung oder ähm, das ähm, IOR, das steht also für Enhanced Oil Recovery. Äh, da versteht man darunter vor allen Dingen die Dampfflutung, also Heißdampf wird erzeugt, in, in die Bohrung eingebracht. Oder man gibt gewisse Zusatzstoffe, Polymerflutung, um einfach ähm, eben die, Fließ, äh, die Fließrate zu erhöhen. Aber interessanterweise, trotz dieser ganzen tollen Methoden kommt man also nicht auf eine Ausbeute, die äh, ja über 60 Prozent äh, liegt. Das mag sich in Zukunft alles noch ändern. Der Fortschritt äh, schreitet ja äh, mit großen Schritten voran. Das gilt insbesondere auch für die Erdöltechnik, die also äh, wirklich eine, eine Hightech-Branche ist. Aber tatsächlich ist, verbleiben letztlich 30, 40, 50 Prozent in der Lagerstätte. Was natürlich bedauerlich ist, auch aus wirtschaftlicher Hinsicht. Aber damit muss man also rechnen, dass, sodass man also sagen kann, selbst wenn also eine Lagerstätte als ausgefördert gilt, ist da tatsächlich noch Öl drin. Das wissen ja auch nicht so viele. Also vielleicht in der Zukunft wird es möglich sein, da auch nochmal ranzukommen mit neuer Technik. So, ja, wie viel Erdöl gibt eine erdöl her? Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Sie sehen hier nochmal links, das ist auch schon etwas in die Jahre gekommene Grafik, aber ich glaube ganz anschaulich. Also man, damals, Sie sehen, waren die Zahlen noch ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, hier aus, dem, aus den 80er Jahren. Da galten hier irgendwie 57 Prozent als nicht gewinnbar, nur 43 Prozent als gewinnbar. Aber selbst wenn man das jetzt mal anhand eines Erdölfeldes, nämlich des Feldes Scherhorn, sich mal anschaut in der rechten Grafik, dann sieht man also das Verhältnis von reinöl, also, also das ist das gereinigt, das vorgereinigte Rohöl, zum Wasser, zum mitgeförderten Lagerstättenwasser wird immer ungünstiger. Und es kann also wirklich sein, dass sie also unter 1% Erdöl fördern. Und das ist natürlich nicht sehr lukrativ, aber es wird teilweise eben auch noch gemacht. So, äh, ja, Erdöl ist ganz schön raffineriert, äh, raffiniert, <laughs> raffiniert auch. Also das ist äh, durchaus doppeldeutig. In der Tat, wenn wir von an Erdöl denken, ja, und das ist ja jetzt wieder sehr aktuell, also wir reden ja jetzt vom postfossilen Post Zeitalter und meinen also jetzt, die Mobilität komplett umstellen zu können bis 2045, spätestens, wahrscheinlich 2030, sind auf Elektroantrieb oder sonstige alternative Antriebe, aber tatsächlich ist das natürlich nicht alles. Also natürlich, die, die Mobilität hat eine große Rolle bis vor Einiger Zeit war natürlich auch äh, war auch Heizöl ein ganz wesentlicher Faktor. Das ist es in dem Maße nicht mehr. Aber das Interessante ist eben, ich sagte das zu Beginn, Erdöl ist ein komplexes Stoffgemisch, es setzt sich immer wieder anders zusammen. Das macht es natürlich auch wieder kompliziert. Weil sie können also nicht äh, die verschiedensten Erdöle durch so eine Raffinerie jagen. Äh, das würde nicht funktionieren, ohne dass man das entsprechend anpasst. Das heißt, auch in der Raffinerien werden so konstruiert, dass sie also für bestimmte Rohöle geeignet sind. Und dann fängt man halt an mit verschiedenen Formen, mit einer atmosphärischen Destillation äh, zunächst mal und wie man sich das ja vorstellen kann, also die Erdölgase, Propan, Butan, ähnliches. Die sind natürlich schon bei niedrigen Temperaturen leicht flüchtig, die kann man also wunderbar in so einer Fra äh, äh, Fraktionieren-Kolonne, wie man sie hier links im Bild sieht, äh, kann man die abtrennen. So, und je höher dann die Temperatur wird, desto, desto weitere äh, Fraktionen spalten sich ab. Das ist einmal das Benzin, was man eben zur Mobilität benötigt, auch schon im Bereich relativ niedriger Temperaturen. Dann also Petroleum, was nichts anderes ist als Kerosin, brauchen wir also für den Flugverkehr. Das kommt dann danach. Dann kommen eben Diesel und leichteres Heizöl und zum Schluss bleibt dann eben schweres Heizöl übrig. Das kann man dann in weitere Verfahren geben, Vakuumdestillation, Cracking. So Und da spaltet man also diese langen, langen Kohlenwasserstoffmoleküle, die spaltet man dann eben auch nochmal auf. Da braucht man halt viel Energie. Und dann kann man eben aus diesem... Aus diesem Rückstand wiederum andere äh, Dinge herstellen, also eben Schmieröle vor allen Dingen, vom Leichen bis zum Schweren. Und was dann noch übrig bleibt, ist dann im Wesentlichen das Bitumen. Und das Bitumen kennen Sie natürlich alle. Äh, tagtäglich fahren wir ja über Asphaltstraßen und ähm, dieser Asphalt wird ja auch heute noch zum Straßenbau benutzt. Sie sehen also auch hier schon eine ganze Reihe von verschiedenen Anwendungen. Und wenn man mal eine Raffineriebilanz hier anschaut, sieht man natürlich Diesel, Otto, Kraftstoff, das, ist also, ähm, ja, das nimmt also eigentlich äh, fast 50 Prozent und äh, die anderen Produkte, äh, die fallen da im Vergleich dazu natürlich zurück. Ähm, betrachtet man das jetzt mal in der historischen Perspektive und ich fange da eben mal an mit der frühen Neuzeit. Dann ist es also so, dass man eben dieses Erdöl, was in sogenannten Erdölausbissen vor, Ausbissen vorkommt, das ist also das, was an die, natürlicherweise an die Erdoberfläche drängt, das hat man eben auch schon verwendet, ähm, wahrscheinlich ja auch schon weit in der Antike. Man weiß es aus dem vorderen Orient, da gibt es ja verschiedene Hinweise, aber, aber hierzulande dann eben vor allen Dingen äh, auch als Wagenschmiere und äh, tatsächlich als Heilmittel und zwar äh, sowohl zur inneren als zur äußeren Anwendung. Und zwar nicht nur als Tierarznei. Und was man also auch schon erkannt hat, ähm, ja, die konservierende Wirkung für Holz und äh, ja, eben, das ist, äh, dass Insekte, Insekten, Holz zerstören Insekten das auch nicht so wahnsinnig gerne mögen. Das 19. Jahrhundert ist dann ganz entscheidend. Klar, das Jahrhundert der Industrialisierung. Da wird nämlich dann auf einmal ein besonderer Bestandteil, nämlich dieser schwer lösliche äh, Bestandteil des Erdöls, von, ja, ist dann auf einmal von wirtschaftlichem Interesse. Also, bevor noch die Petroleumlampe sozusagen als Licht des armen Mannes in Erscheinung tritt und zunehmend Verbreitung findet, ist der Asphalt vor allen Dingen eben zur Befestigung von Straßen, aber auch zur Befestigung von Flachdächern, zur Abdichtung von Flachdächern relevant und das passiert schon in den 1830er Jahren. Wobei da Frankreich und die Schweiz zunächst mal eine besondere Rolle spielen, aber da komme ich nachher noch mal kurz darauf zu sprechen. Ja, und im 20. Jahrhundert, Sie können sich das vorstellen, natürlich vor allen Dingen als Brennstoff. Wir haben dann auch zwei große Kriege. Auch Kriege sind darauf angewiesen, dass sozusagen Truppen bewegt werden können. Wir haben dann eben auch schon im Ersten Weltkrieg die Umstellung der Kohle auf Heizölfeuerung bei der Marine. Und die Verbrennungsmotoren, zunächst vor allem in Motorrädern, Krafträdern, aber dann eben auch in Automobilen, das greift natürlich auch weiter um sich. Und ein letzter wichtiger Innovations- oder Entwicklungsschritt ist dann die Entwicklung neuer Werkstoffe oder Kunststoffe durch Polymerisation. Also da baut man einzelne Bestandteile wieder neu zusammen. Und wichtige Erfindungen wie das Polystyrol, das kennen Sie, 1930, Acrylglas oder auch Plexiglas genannt, der PVC, Polyamid und schließlich Polyester. Meine Schwester heißt Polyester, vielleicht kennen Sie noch diesen Spruch. Das ist halt in den 30er Jahren tatsächlich eine, eine Zeit, wo die Forschung sehr intensiv ja, betrieben wird. Ähm, und dann hat man äh, tatsächlich äh, diese ganzen Dinge umgesetzt, vor allen Dingen in den 50er Jahren, der Nachkriegszeit. Ja, und äh, dementsprechend wenn wir uns jetzt also mal uns dann gleich noch mit beschäftigen, äh, welche Bedeutung das dann auch bekommen hat äh, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Äh, dann werden Sie das nochmal sehen. Ähm, ja, äh, was gilt immer noch? Auch man mag es kaum glauben: Erdöl ist immer noch unser wichtigster Energierohstoff. Man sieht also hier den Anteil von Mineralöl und Erdgas, wobei das Mineralöl mit 34 Prozent in der linken Grafik immer noch führend ist. Das ist also jetzt die Situation 2017, aber das hat sich nicht wesentlich geändert. Und auch wenn man den Primärenergieverbrauch insgesamt anguckt, der immer noch auf einem relativ hohen Niveau ist, dann ist natürlich da auch maßgeblich das Erdöl mit dran beteiligt. Und wenn wir uns das hier nochmal in einer anderen Grafik angucken, von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Dann sieht man also einerseits in dieser Grafik, wie hoch der Mineralölanteil ist. Der ist also immer noch so bei 34, 35 Prozent. Sieht man also rechts abgetragen. Und wenn man dann mal so diese anderen Kurven sich anschaut, dann sieht man eben, ähm, ja, wo das Erdöl oder das Rohöl, Mineralöl, was, was wir hier eben verbrauchen, wo das äh, überwiegend herkommt. Und interessant ist, wenn man mal guckt, wo wir da heute sind, tatsächlich, also die Gussstaaten, Russland hat einen sehr äh, großen Anteil, während also ähm, das in den 70er Jahren, also vor der Ölkrise, ich habe das hier mal äh, abgetragen mit dieser, mit dieser roten Linie, noch ganz anders aussieht. Da ist vor allem der Nahe Osten und Afrika eben unser Hauptrohstofflieferant. Äh, aber interessant auch in dem Zusammenhang, Sie sehen da unten 7,5 Millionen Tonnen, da war die Erdölförderung in Niedersachsen vor, vor allen Dingen, aber auch in Schleswig-Holstein, aber auch in Niedersachsen noch deutlich höher, als das eben heute der Fall ist. Schaut man sich das mal im, im Gesamtzusammenhang an mit anderen Rohstoffen, dann sieht man natürlich hierzulande Erdöl, wenn man auch den Ölschiefer noch hinzurechnet, 2,9 Millionen Tonnen. Tatsächlich, ich glaube im letzten Jahr war Erdöl 1,9 Millionen Tonnen. Das ist natürlich, äh, scheint also nicht von großer Relevanz zu sein. Äh, selbst hier die Steinkohle, die ja bei uns eigentlich gar keine große Rolle mehr spielt, also das letzte, die letzte Zeche wurde ja inzwischen geschlossen. Ähm, aber auch mit Quarz und natürlich, äh, klar, wenn man das mit anderen Bausteinen vergleicht, äh, ist das relativ zu vernachlässigen. Und äh, dementsprechend meint man natürlich, das hätte auch alles äh, für Deutschland nicht so eine hohe Bedeutung. Ja, ähm, vielleicht dann nochmal aktueller Stand, weil äh, da hat sich jetzt nichts, es war von 2017, diese linke Grafik, aber die ist, da hat sich im Wesentlichen nichts dran verändert. Wir haben also heute tatsächlich, und das eigentlich auch schon seit vielen Jahren, einen haupt in Deutschland. Das ist die sogenannte Mittelplatte bei Friedrichskog im norddeutschen Wattenmeer. Also Mittelplatte und Dieksand. Dieksand ist die Landstation. Da gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Extended-Reach-Bohrungen. Das heißt, da wird über mehrere Kilometer horizontal gebohrt und dann geht man in die Tiefe. Man kann, muss also das Wattenmeer gar nicht groß beeinträchtigen. Und äh, da sind also, äh, vor 20 Jahren waren das noch höhere Zahlen, aber das ist immer noch so um die 1,2 äh, Millionen, die da gefördert werden. Dann weit abgeschlagen, ähm, ja, Rühle, das Feld Rühle im Emsland, das ist also Rühler Moor und Rühler Twist, äh, ist aber trotzdem auf Platz 2. Dann kommt Emlichheim, das ist auch ein älteres Feld schon, was in Niedersachsen sich befindet. Und dann hat sich vor einiger Zeit das Feld Römerberg dazwischen gemogelt. Also allgemein geht man ja mal davon aus, dass Erdöl wurde mehr oder weniger im Norden erfunden. Aber Römerberg ist jetzt tatsächlich eine ganz ergiebige Lagerstätte in Rheinland-Pfalz, nämlich genau unter der Stadt Speyer, im Oberrheingraben. Im Oberrheingraben hat man ja schon vor Jahrzehnten auch Erdöl gefunden. Allerdings nicht in dieser Tiefe und die ist eben sehr ergiebig. Und die beiden, die dann noch hier diese Nachzüger, Georgsdorf und Bramberge, das sind natürlich wieder niedersächsische Lagerstätten. Unterstreicht also nochmal. Auch die Bedeutung der niedersächsischen Felder unten in der, die ist jetzt ganz aktuell. Die Grafik ist von 2021 vom Landesbergamt. Da sieht man also noch mehr, wie sich das jetzt verteilt. Also Schleswig-Holstein ist jetzt durch dieses Feld Mittelplate halt sehr dominant. Wir haben hier 57,3 Prozent. Niedersachsen ist abgeschlagen. Aber tatsächlich, kann ich kann Ihnen sagen, das ist erst seit 2001 so. Davor war also Niedersachsen also quasi 100 Jahre führend. So, jetzt nochmal eine sehr interessante ein sehr interessanter Vergleich, nämlich äh, zu der Frage, wie viel Erdöl verbraucht oder braucht die Welt am Tag. Und das, äh, glaube ich, muss eigentlich äh, einen jeden <laughs> ähm, ja, beeindrucken. Ähm, also es geht ja wohlgemerkt um den Tag. Und das sind etwa, wobei die jüngsten Zahlen, habe ich gesehen, die, die liegen noch ein bisschen höher, glaube ich, bei 98 Millionen. Also 92 Millionen Blue Barrel. Ähm, und das sind dann umgerechnet... 14 Millionen 6,26 äh, Kubikmeter im Jahr 2014. Wie gesagt, jetzt liegt es, glaube ich, sogar aktuell ein bisschen drüber. Also jedenfalls, das ist so etwa der, äh, der anzunehmende, das anzunehmende Volumen. Und wenn man das mal überträgt auf, äh, auf, ja, auf, auf Gewässer, ähm, dann könnte man am besten oder am ehesten damit vergleichen den, den Gründenstausee im Landkreis Oberallgäu. Der ist 2,5 Kilometer lang, hat etwa eine, also eine durchschnittliche Tiefe von 11,2 Meter. Und ein Volumen von 14,8 Millionen Kubikmeter im Vergleich des Zwischen einer Meer. Einige von Ihnen werden das kennen. Unser drittgrößter Binnensee, glaube ich, 13,5 Millionen Kubikmeter. Also, das ist der Tagesverbrauch weltweit. Und das ist schon interessant, wenn man dann andererseits immer hört, naja, Erdöl, wofür brauchen wir das? Und das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz darauf, ja, wo denn denn sonst noch überall Erdöl drinsteckt. Denn Erdöl ist eben nicht nur Mobilität und Erdöl ist auch nicht nur Heizen sondern äh, Erdöl ist ein multifunktionaler Stoff. Also die Petrochemie hat, ich sagte das schon, in den 50er Jahren natürlich enorm äh, Aufschwung genommen. Vieles, was früher die Kohle war, äh, ausgehend von der Industrialisierung, äh, ist dann eben durch Erdöl abgelöst worden. Äh, das war in vielerlei Hinsicht praktischer, das kann man besser transportieren. Denken Sie an die Pipelines, das ist natürlich die komfortabelste Art des ähm, Rohstofftransports. Das macht äh, sehr we viel weniger Aufwand, ist deswegen günstiger und da ist natürlich klar, dass man mit diesem Stoff viel besser agieren kann. Klar, Kunststoff, das habe ich ja schon genannt. Wir denken an die ganzen Textilien, die wir heute tragen. Überall ist Kunstfaser drin. Also wenn man überall das wegnehmen würde, dann stünde ich wahrscheinlich auch hier als Referent quasi nackt vor Ihnen. Äh, Matratzen, Farbstoffe, Lacke, Medikamente, Waschmittel. Pestizide, Lösungsmittel, Isolierstoffe, Kerzen und, 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 sei es der Lippenstift, überall ist Erdöl drin. Und natürlich kann das nicht von heute auf morgen substituiert werden, das muss auch jedem klar sein. Das ist natürlich im Vergleich dazu, wie viel Rohstoff man benötigt, dann doch gar nicht wieder nicht so viel, weil das meiste tatsächlich verbrannt wird. Aber es ist halt eigentlich aus heutiger Sicht immer noch und wahrscheinlich auch noch längere Zeit unverzichtbar. Zum Thema Kunststoff nochmal, das beschäftigt uns ja auch. Also ist ja ganz klar, wir haben das Plastiktütenverbot. Wir reden über den Müll in den Meeren, Mikroplastik, wo man das jetzt überall findet. Alles äh, auf den ersten Blick doch sehr besorgniserregend. Gut, wir können heute natürlich auch Dinge nachweisen, die wir vor, vielleicht vor 20 Jahren noch nicht in, in solchen Mengen nachweisen konnten. Aber interessant ist einfach mal, äh, so eine Zahl 2013 ist jetzt auch schon wieder ein Weichen her, aber wurden weltweit allein 299 Millionen Tonnen Kunststoffe produziert. Ich sagte das schon, wir brauchen relativ wenig Erdöl dafür, das ist eigentlich erstaunlich. Und wenn man mal guckt, sozusagen in der Bilanz, was kann man denn aus 100 Kilogramm Öl äh, so, machen, dann, dann sind das entweder 55 Quadratmeter Teppichboden aus Polyamid oder eben alle Elektroinstallationen eines Einfamilienhauses mit, äh, nicht, nicht Einfamilien, mit sogar mit sechs, äh, vier Zimmerwohnungen sehe ich gerade hier, oder eben 3500 PE-Tragetaschen, 8000 Joghurtbecher oder jetzt wieder aktuell 13.000 Einwegspritzen aus Polypropylen. Das muss man auch immer im Hinterkopf haben. So und wenn man sich das mal anguckt, auch ein PKW sei, sei er nun elektrisch bewegt oder auch nicht, äh, der Kunststoffanteil beträgt also heute äh, ja 15 Gewichtsprozent oder eben 2000 Teile. Also Kunststoff ist ein ganz wesentlicher Bestandteil auch von PKWs, um Gewicht einzusparen. Sie wissen das alles. Und ja, aber auf der anderen Seite, für die Verpackung von 200 Gramm Joghurt benötigt man nur 3,5 Gramm Polystyrol. Das ist dann irgendwo auch schon wieder ähm, bemerkenswert und ähm, ja, auch irgendwie vielleicht ein bisschen, bisschen beruhigend. Und last but not least, ja, auch, Windenergie, auch in Windenergieanlagen steckt natürlich Erdöl. Äh, denken Sie allein an die Rotorblätter. Wir haben da PU-Schaum drin, wir haben GFK-Matten und so weiter und so fort. Also, auch das kann man, könnte man vielleicht theoretisch auch umweltverträglich machen, aber die Versuche sind bislang alle gescheitert. Also auch das muss man halt im Blick haben. So, aber jetzt kommen wir nun äh, zur Historie, die mir natürlich auch besonders äh, am Herzen liegt als äh, Archäologe, als, äh, ja, als Kulturlandschaftsforscher. Sie sehen hier ein wunderbares Foto, was ich mitgebracht habe aus Wietze. Das ist eine doppelte Postkarte oder Ansichtskarte aus der Zeit etwa um 1903. Und sie zeigt äh, tatsächlich den Kernbereich des Wizer Erdölfeldes um, ja, um diesen Zeitraum, als es, so einem, also, als es rasant mit, dieser, mit diesem Erdölboom losging. Ähm, es gibt hier ein Gebäude äh, links im Hintergrund, das können Sie wahrscheinlich jetzt nicht erkennen. Ähm, das existiert also heute noch und dementsprechend können wir das auch sehr gut zuordnen. Wir blicken quasi äh, hier in nordöstlicher Richtung auf das äh, heutige Museumsgelände und Sie sehen, was könnte Texas sein, das könnte, das könnte in den USA sein oder das könnte auch Rumänien sein. Man würde nicht meinen, dass es halt in der Lüneburger Heide wäre. Also ein Förder- und Bohrturm neben dem anderen. Ich hatte das kurz schon erwähnt, also die Teerkuhlen. Nun ist dieser Begriff Teer erstmal wirklich missverständlich verständlich. Warum Teer? Was hat das mit Öl zu tun? Also man hat in der, im damaligen Sprachgebrauch von Teer oder Erdteer gesprochen, wenn man ein äh, sehr zähflüssiges, also hochviskoses Erdöl gefunden hat. Heute versteht man natürlich unter Teer was gänzlich anderes, denn es, es handelt sich hierbei wirklich Produkte äh, Kohleprodukte, also um Produkte aus der trockenen Destillation unter Sauerstoffabwesenheit, äh, äh, man spricht auch von Pyrolyse. Ähm, das ist was anderes und wir haben auch auf der Straße eben Asphalt und kein Teer, weil Teer ist nämlich sehr viel giftiger, deswegen ist der auch schon lange verboten. Aber das sind äh, eben so Feinheiten. Äh, da muss man erstmal sozusagen in die Quellen steigen, um das äh, auch nachvollziehen zu können. Ja, und ich habe jetzt hier mal eine ganze Reihe von Orten aufgeführt, die gelb markierten, auf die werde ich äh, noch kurz zu sprechen kommen. Das sind nämlich die klassischen äh, Erdöldörfer, einmal Hänixen, ähm, der früheste Nachweis, den wir kennen, 1546, also wirklich äh, beginnende frühe Neuzeit. Dann haben wir Oberg äh, im Landkreis Peine 1669. Nochmal ein früher Nachweis ist dann Oedesse, das ist dann später äh, der erste Erdelboom in Ölheim, neu gegründet, 1881. Und auch da geht es schon bis in das 16. Jahrhundert zurück. Und Wietzesteinförde halt der, die erste Teerkuhle benannt, äh, Aktenkundig 1652. Aber die ist dann eben auch ganz wichtig gewesen, das werde ich dann gleich nochmal ausführen. Wir ähm, sehen also, das sind alles Orte in Niedersachsen. Darüber genau gibt es noch weitere Orte: Hordorf, Limmer, Linden, hier Hannover, Ölsburg, da klingt der Name ja schon wieder an, äh, Salzbergen, auch Schöppenstedt. Schandela äh, ist eine Ölschieferstätte, auch äh, heute Geotop. Und äh, auch Sehende jetzt hier bei Hannover. Äh, über diese Orte und diese frühe Erdölgewinnung dort ist noch sehr, sehr wenig bekannt. Das ist also wirklich was, was man auch gegebenenfalls nochmal archäologisch angehen müsste. Aber ich wollte mich jetzt auf diese vier Hauptdörfer kaprizieren und das äh, ist eben, wenn man es jetzt wieder in der, in der Reihenfolge betrachtet, dann äh, ähm, ja, Wietzesteinförde steinförde zunächst mal, äh, einfach deshalb, weil dort eben eine der ersten Erdölbohrungen der Welt abgetäuft wurde, 1858-59 und damit einige Monate vor der ersten Erdölbohrung in Amerika, in Pennsylvania durch Colonel Drake. Die Amerikaner nehmen das natürlich für sich in Anspruch, die Ersten gewesen zu sein, aber ganz so eindeutig ist das nicht. Wir hier in Niedersachsen können da also durchaus mitteilen, mithalten und im Gegenteil, ich werde also noch was zu den neuen Erkenntnissen sagen, dann werden Sie also sehen, wir kommen sogar noch ein bisschen weiter zurück. Ja, also man sieht hier im, in der Mitte oben die Kreisstadt Celle. Das ist ja ein wichtiges Zentrum der Erdöl- und Serviceindustrie bis heute. Und dann sieht man halt äh, link nach Westen, also Richtung heutige A7. Sie kennen die Ausfahrt Schwarmstedt. Da sieht man also hier einen großen Salzstock, äh, nämlich den eben von Wietze und Hambüren, der sich so äh, im Wesentlichen West-Ost erstreckt. Südlich von Celle haben wir dann äh, weitere, die weiteren Orte, also das ist einmal Hennigsen, Nienhagen, ähm, äh, dann noch ein Stück weiter südöstlich, Ödesse oder in Ölheim und dann schließlich unten nochmal. Oberg, das ist eben schon also nördlich und, und südlich vom, von der Kreisstadt Peine. Das sind eben die maßgeblichen frühen äh, Lagerstätten, die hier ausgebeutet wurden. Also wurde Würde, Erste Bogen, ich sagte das schon, dann die, wurde die Bohrtätigkeit so ab den 1870er Jahren, Mitte 1870er Jahre ausgeweitet und die eigentliche industrielle Förderung begann dann erst 1899, 1900. In Henixen äh, die Erste Bogen 1860, 1861. In Ödesse die erste Bohrung 1862, in Oberg erste Bohrung 1865. Also, diese Zahlen äh, liegen nicht von ungefähr so nah beieinander. Denn tatsächlich hat ja diese ersten Bohrungen der Professor Konrad Huneos, äh, der hier an der Polytechnischen Schule gelehrt hat, initiiert. Das waren also staatlich, eine staatlich geförderte Explorationsmaßnahme, wenn man so will. Und man hat natürlich dann vor allen Dingen da gebohrt, wo man schon wusste, dass da entsprechende Lagerstätten vorhanden sind, wobei das erste Interesse tatsächlich gar nicht dem Erdöl oder Teer gegolten hat seinerzeit, sondern ähm, tatsächlich ging man davon aus, ähm, man hätte hier auch, äh, also wo Öl vorkommt, müsste auch äh, Kohle äh, vorkommen. Ja, die Bohrtätigkeit an Hennigsen und Nienhagen, äh, auch so Mitte der 70er Jahre, äh, das gleiche gilt für Ödesse, Edemissen, Ölheim, das sind also alles kleine Ortsnamen, ähm, benachbarte Orte und äh, dann eben Oberg. Ähm, da hat man dann allerdings äh, ja, ein bisschen eine Verzögerung gehabt. So, ähm, ich habe jetzt hier mal eine Tabelle zusammengestellt, erstmalig in dieser Form äh, dieser vier Öldörfer. Sie sehen oben äh, zeitgenössische Skizzen dieser Teerkuhlen äh, jeweils. Äh, das, die sind datiert 1872 durch eine. Ganz seltene Publikationen, die man überhaupt, äh, wo wir ein äh, Exemplar äh, in kopierter Form allerdings auch nur im Museum haben. Und ähm, da äh, hat man so eine ungefähre Vorstellung, wo diese Tierkohlen sich befanden, äh, wie groß die gewesen sind. Ähm, da müssen wir jetzt im Detail nicht darauf eingehen. Wichtig ist eben nochmal diese Ersterwähnung. Äh, dann gibt es unterschiedliche lokale Bezeichnungen, wie das früher so war. Also man spricht in Hennigsen von, von Hohlen, also wie Hole in, in Ödesse von Fettkuhlen auch neben Teerkohlen in Witz sind das halt die Teerkohlen und ähm, dann sieht man auch es unterscheidet sich tatsächlich auch die Anzahl der dort vorhandenen Teerkohlen wir haben also in Hennigsen eine ganze Reihe von Teerkohlen aber die relativ klein dimensioniert waren und äh, haben dann eben äh, in Witz entsprechend deutlich weniger und auch die Gewinnungsart äh, ist soweit man das überhaupt rekonstruieren kann unterschiedlich gewesen Während man also tatsächlich in Henixen äh, in, äh, eben diese kleinen mit Holz ausgesteiften äh, ja, eher Schächte hatte, die einige Meter tief waren, hat man das Öl dort immer von der Oberfläche abgeschöpft. Und äh, in, in Wietze hat man tatsächlich den Ölsand äh, komplett mit heißem Wasser ausgewaschen, äh, also etwas andere äh, Gewinnungsart. Über die Produktionszeit kann man ähm, allgemein nichts sagen. Nur über, bei Wietze war das halt in den Sommermonaten, hängt auch mit dem niedrigen Grundwasserstand zusammen. Und die Produktionszahlen, soweit bekannt, unterscheiden sich erheblich. Und da sticht jetzt auch Wietze wieder deutlich heraus mit 5000 bis 10.000 äh, hannoverschen Pfund gegenüber, also jetzt 1800 äh, in, in Ödesse beispielsweise. Auch der Preis, Verkaufspreis war halt ein anderer. Aber der Absatzmarkt war natürlich sehr regional und dementsprechend äh, konnte sich das äh, auch unterscheiden. Nun kommen wir also nochmal auf Wietze zu sprechen und da gibt es einige neue Erkenntnisse. Ich erwähnte das schon 1652, das ist sozusagen das Initialdatum. Hier wurde die erste Tierkohle südlich des Dorfes, ja, ob sie angelegt wurde, ist gar nicht ganz so sicher. Vielleicht gab es vorher auch noch welche, aber sie ist auf jeden Fall dort nun dokumentiert. Das war zunächst also von dem Bauern Lohmann, später die wurde also in diese Familie eingeheiratet durch den reitenden Förster Wallmann, der hat also die Witwe Lohmann geheiratet und ab dann war es halt die Wallmannsche Terkuhle und es folgte dann schon 1653 eine weitere tatsächlich, dann nochmal im 18. Jahrhundert, aber vor allem im 19. Jahrhundert, da war eben das ein größeres gesteigertes Interesse und so sind 1835 mehrere Terkuhlen belegt und 1873 kam dann nochmal durch Zufall, durch den Chausseebau eine weitere hinzu. Was bislang absolut unbeachtet geblieben ist, obwohl äh, im, im Landesarchiv für alle verfügbar und einsehbar, ist das erste amtliche Gutachten zum Wert vizer Das stammt nämlich von dem nicht ganz unbekannten Bergrat Friedrich Jugler. Ähm, der Auftrag dieses Gutachtens ging, ging schon 1830, aber wie das dann immer so ist, bürokratische Hemmnisse. Äh, es wurde dann tatsächlich 1838 erst vorgelegt, nach vielen Verzögerungen und ist aber sehr aufschlussreich und tatsächlich habe ich mir mal die Mühe gemacht, das auch zu edi edieren und, ähm, und habe, man kann es also jetzt tatsächlich auch ähm, sich, sich anschauen, äh, im, im Museum auch erwerben. Und ähm, dort ist also sehr dezidiert eingegangen auf die Frage, ja, wo kommt das Erdöl her, wie, wie lange wird das gefördert, in welchem Maße ist das jetzt für die Industrie relevant, wofür könnte man es noch ver verwerten und äh, ist der Asphalt eben konkurrenzfähig. Zudem aus, aus Gastheer gewonnen. Und Gastheer besagt ja dann auch wieder, klingelt es dann wieder die Kohle, die also in diesem Zeitraum natürlich noch viel interessanter war. Und spannend wird es dann eben, das war bislang auch unbekannt, 1841. Da plant man nämlich die Erdölförderung im industriellen Maßstab. Und zwar seitens eines ähm, ja, sehr rührigen Kaufmanns aus äh, Harburg, also heute Hamburg-Harburg, äh, Friedrich Knob. Der hatte sich also zusammengetan mit dem Maschinenfabrikanten Thomas Busse und er plante die Errichtung einer Asphaltfabrik, französisch geschrieben noch, in Harburg und brauchte dazu natürlich Rohstoff und ging da auf die Suche nach entsprechenden Vorkommen im näheren und weiteren Umfeld und kam dann auch nach Wietze und hat sich dann vertraglich mit dem Nachkommen. Der Wallmanns, also mit der, mit der Erbengemeinschaft, hat er sich ähm, äh, in Verbindung gesetzt und hat dann vertraglich äh, die Ölförderung sich gesichert für 25 Jahre. Und äh, auf dieses wurde dann auch tatsächlich äh, der hiesige Gewerbeverein für das Königreich Hannover aufmerksam und hat dann, und das ist äh, eigentlich die aufsehende, regende Erkenntnis, 1842 äh, Pläne äh, gehegt. Eben Explorationsbogen abzuteufeln und damit also kann man sagen, anderthalb Jahrzehnte vor Huneus, der berühmten Honeos-Bohrung gab es schon die Intention, Öl oder die Öllagerstätte durch eine Bohrung zu erschließen. Und damit sind wir natürlich hier ganz, ganz weit äh, vorneweg, wenn man so will. Das ist dann aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt auch ausführen könnte, letztlich wohl nicht zur Ausführung gekommen, aber zumindest hatte man das vor. Und das ist ja schon sehr bemerkenswert. Andererseits, durch die Auswertung eines Dachbodenfundes, der tatsächlich vor einigen Jahren möglich geworden ist auf diesem besagten Hof, auf dem Wallmannschen Hof, haben sich also noch Dokumente erhalten aus dem 19. Jahrhundert und aus denen kann man tatsächlich herauslesen, in welchen Mengen der Rohstoff gefördert wurde, aber auch wohin er gefördert wurde. Und tatsächlich können wir 1847 einen, den Nachweis führen, dass der Teer nach vier, in, in 24 Orte verhandelt worden ist. Ich mache hier nochmal eine Grafik kurz, schiebe die dazwischen, wo man also hier südlich des Ortsrandes durch rote Kreise markiert. Die Teerkohlen sieht, die oberste und größte ist halt die Wallmansche, früher Lohmannsche. Mit der ersten Erdölsonde, das ist so ein kleines Sternchen, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Und dann noch drei weitere Teerkohlen südlich davon, von der also auch nur eine eigentlich heute im Gelände noch zu erahnen ist. Und dann rechts ein äh, Bild diese Teerkohle, die beim Chausseebau dann noch, äh, das ist die heutige B214, äh, angeschnitten wurde. Äh, jetzt aber noch mal kurz hier zu dem Absatzgebiet. Ich habe das hier mal eingezeichnet, welche Orte da Abnehmer gewesen sind. Und Sie sehen also hier ganz links äh, im Bild oben links oben äh, Langwedel an der Weser. Vermutlich ist das sogar auf dem Wasserweg erfolgt, äh, also über Wietze-Aller und dann auch äh, ja, bis, bis, bis in, die, in die Weser hinein. Das kann man aber nicht sicher sagen, aber schon bemerkenswert. Es ging also deutlich um einen Loka, über einen lokalen Markt hinaus, wobei das Anfang der 1830er Jahre offenkundig noch anders war. Aber diese gesteigerte Konkurrenz durch diese neuen Tierkulen, die 1835 eingelegt wurden, hat sich das dann doch verändert. Und wenn man jetzt mal in die Zahlen geht, auch das geben die so wunderbaren Unterlagen her, dann sieht man also hier für die 1840er Jahre im Wesentlichen die Einnahmesituation dieser äh, Bauernfamilie, weil man, und man sieht eben hier beträchtliche Einnahmen, die sich ähm, hier wirklich äh, in den ersten Jahren äh, ab 1841 in Bereichen 3.000, 4.000 Reichstaler bewegen. Und das ist natürlich erheblich. Ähm, als Vergleich möchte ich nur anführen den Wochenlohn eines Erzarbeiters im wohlbekannten Goslarer Rammelsberg. Dessen Wochenlohn betrug also 1837. Das liegen also nur einige Jahre dazwischen. Je nach Schichtlänge zwischen einem Reichstaler und 16 gute Groschen oder zwei Reichstaler, vier gute Groschen. Also da muss, wie man so schön sagt, ein altes Mütterlein lang stricken. Und ähm, der Wallmannsche Hof, ähm, den er sich dann hat äh, errichten lassen, der Hofbesitzer, der hat also 2000 Reichstaler gekostet. Und das war ein stattlicher Hof. Also, Sie sehen, man könnte hier oder er hätte theoretisch sich da jedes Jahr also den, den neuen Hof hinsetzen können und das mit letztlich nur, wie man jetzt weiß, durch zwei Grabungskampagnen, an der 24 ähm, Hilfskräfte teilgenommen haben. Ähm, die bildliche Überlieferung ist natürlich erst aus jüngerer Zeit. Ich habe hier ein paar, ein paar Fotos mitgebracht. Ähm, die älteste Aufnahme, nicht besonders scharf, ist von 1903. Sie sehen also das sind ja eigentlich Tümpel, Teiche. Da ist also nichts ausgezimmert, sondern das sind wirklich Abgrabungen, wie man eben so Teiche gräbt. Man sieht hier in der Bildmitte ganz klein noch diese Sonde, die man auch auf dem Bild rechts sieht, 1932. Also diese Sonde war dann noch Jahrzehnte noch äh, auch sichtbar. Und äh, weitere Bilder äh, sehen wir halt dann weiter unten. Ähm, aber man sieht natürlich nicht, wie dieses Öl gefördert wurde. Das war zu diesem Zeitpunkt auch schon nicht mehr der Fall. So, wie ging es nun weiter? Das war nämlich, wie man so schön sagt, eine schwere Geburt. Ich hatte vorhin diese schönen Abbildungen gezeigt von den verschiedenen Teerkohlen. Die stammt tatsächlich aus dem Buch von Louis Harper. Das war ein deutschstämmiger Amerikaner, der also im fortgeschrittenen Alter aus Pennsylvania kam, hieß angeblich Ludwig Hübotter. Und der hat dann die verschiedenen Teer- oder Erdölorte oder Erdöldörfer besichtigt, unter anderem eben auch Wietze. Und er kam also zu einem sehr positiven Urteil und hat das ja dann auch schriftlich fixiert und äh, war einfach der Ansicht, wenn man hier mit vernünftigem äh, Equipment graben würde und nicht so wie das bisher geschehen sei, äh, dann würde man da auch tatsächlich äh, wirklich fündige Lader, Lagerstätten erschließen und dann hätte die hiesige Erdölindustrie auch eine große Zukunft. Ähm, ja, wie ging es dann eben voran? Äh, Herr Harper ist leider verstorben, konnte das äh, nicht weiter vorantreiben, also er konnte selber nicht tätig werden. Äh, es kam dann auch äh, ein nicht ganz Unbekannter, äh, erschien auf dem Plan äh, Leo Strippelmann. Der hat durch äh, den Bohrunternehmer Karl Julius Winter, der Name ist auch nicht ganz unbekannt, denn die Wintersaal ist halt äh, sozusagen die, die Gründung äh, dieses Unternehmers oder genauer gesagt seines Sohnes. Ähm, die haben also erstmals gebohrt mit russischem Kapital, aber aus, aus Reval äh, durch das äh, wenige Jahre zuvor gegründete Bankhaus ähm, des Herrn Kaselack. Äh, dann erschien 1881 die Continental Oil Company des äh, kanadischen Bohrpioniers William Henry McGarvey. Äh, der ist der Erfinder des kanadischen äh, Seilbohrverfahrens äh, in Verbindung mit einem Briten, John Simeon Bergheim. Die haben also dann in Wietze gebohrt, ging später dann nach Galizien, nach äh, also heutiger Ostpolen, Ukraine. Ähm, dann tauchte erstmals ein Bankhaus auf, nämlich die Berliner Handelsgesellschaft. Die hat dann auch wieder in der Nähe der Tierkuhle äh, vier Bohrlöcher niederbringen lassen. Aber die waren alle nicht so wirklich von Erfolg gekrönt. Äh, dann kam eben 1881 als Schockerlebnis äh, der Erdölboom der erste in Niedersachsen, in Ölheim quasi dazwischen. Das war also dann eine helle Aufregung. Äh, wurden dann entsprechend Firmenanteile überzeichnet und Ähnliches. Und dann war es doch nicht so ergiebig. Und dann brach sozusagen das ganze Geschäft zunächst mal zusammen. Und dann haben viele zurückgeschreckt und äh, haben dann auch nicht äh, in den anderen Öldörfern erstmal weitergesucht. Allerdings hat es auch nicht allzu lange äh, vorgehalten. Denn 1885 kam dann ähm, Wilhelm Hacke. Der war also auch ähm, schon äh, in anderen, äh, ja von in Erscheinung getreten, als Bohrmeister und äh, vor allen Dingen auch in in, 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 Hänigsen, äh, in in Ölheim, pardon, und hat dann äh, im Auftrag des Bergwerksdirektors Louis Pog, ähm, in erstmals in Vize-Handbohrung abgetäuft, also noch in der klassischen Manier wie der Honeus, beziehungsweise sein Bohrmeister, und hat aber dann tatsächlich eine, eine fließende Ölquelle erschlossen. Und ähm, ja, und das war dann doch von einem gewissen Erfolg gekrönt. Aber eine Jahresfördermenge von 75 Tonnen äh, ist dann zumindest noch nicht so wahnsinnig aufregend gewesen. Und ähm, ja, das ging dann eben weiter. Ähm, also einige Jahre ging wieder ins Land. Und ähm, dann tatsächlich war das Ganze doch äh, schon so vorangeschritten, dass der Herr Pog seine... Bohrlöcher und das ganze Bohrmaterial dann verkauft, verkaufen konnte an eine holländische Gesellschaft, nämlich die Matrapei, dort exploitation von Oliebrunnen. Er wird dann gleichzeitig technischer Leiter. Es erscheint dann noch ein weiteres Bohrunternehmen, das war schon 1887 gegründet worden und wird dann umfirmiert. Und der eigentliche Durchbruch gelang dann 1899. Als nämlich ähm, ein weiterer Bergwerksdirektor, nämlich Adelbert Kaiser, wohnhaft in Hannover, ähm, einen äh, Bohrunternehmer aus Sehende, der vorher schon für die Berliner Handelsgesellschaft, also das Berliner Bankhaus, gebohrt hatte. Lässt also einen um, erstmals ähm, nördlich des Dorfes bohren. Also die anderen Bohrungen waren ja immer südlich des Dorfes. Und erschließt tatsächlich dann äh, im Juli. 1899 eine frei fließende, sprudelnde Ölquelle, soweit man eben das weiß. Dort, wo noch keiner gebohrt hatte bislang, auch nur in 140 Meter Teufe. Und das war sozusagen äh, die, der entscheidende äh, Impuls, der dann ausging. Und äh, so hat sich dann wirklich innerhalb äh, kürzester Zeit äh, hier eine Industrie entwickelt, die das Dorf komplett äh, überprägt hat. Also 1903. Wird endlich der Ölbahnhof gebaut? Schon in den 1870er Jahren gab es also Pläne für, eine, für die Allertalbahn zwischen Zell und Schwarmstedt. Das war jetzt nur das entscheidende Moment, weil das Öl musste ja dann irgendwann auch mal wegtransportiert werden. 1903 wird der größte Öltank des Kontinents gebaut, mit einem Fassungsvermögen von 11.000 Kubikmeter. Und ähm, ja, wir haben dann 1903, also in diesem nämlichen Jahr, schon etwa 13 Ölgesellschaften. 1905 sind das schon über 30. Und 1909, also wenige Jahre später, wird schon das Fördermaximum mit aus heutiger Sicht natürlich bescheidenen 113.000 Tonnen erreicht. Aber das war zum damaligen Zeitpunkt immerhin doch fast 80 Prozent der deutschen Erdölproduktion. Und äh, im Laufe des Ersten Weltkrieges wurde dann die Erfahrung gemacht, ja, dass eben Erdöl ein kriegswichtiger Stoff ist und dass also dieser Pumpbetrieb in Wietze und den anderen Orten äh, einfach nicht ausreichend Rohstoff liefert. Und man ist dann ähm, dazu übergegangen, das unter Tage zu tun. Ähm, man hat es zunächst im Elsass versucht, äh, 1917. Das Elsass ging ja dann im Krieg verloren. Und man hat dann ab 1918 in Wietze einen Ölschacht gebaut, der dann 1920 in Betrieb ging und hat dann eben Sickeröl gewonnen, beziehungsweise dann äh, später auch Ölsand, der obertägig ausgewaschen wurde. Aber zu dem Zeitpunkt waren eigentlich schon fast 2000 Bohrungen abgetäuft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich eine gigantische Dimension und ist, sucht wahrscheinlich auch in Deutschland äh, seinesgleichen. Und dementsprechend äh, befindet sich nicht ungefähr das Deutsche Erdölmuseum äh, auf einem Teilstück dieses historischen Ölfeldes. So, wenn man sich nochmal die Produktionszahlen sich anschaut, abgetragen hier in blau, das ist also die Wieser Ölproduktion und dann nochmal dagegen gehalten in rot oder orange, sieht man also die deutsche insgesamt und man sieht, das dümpelt also im 19. Jahrhundert noch so vor sich hin und da 1899 schießt also dieser Graph dann in die Höhe und das ist also ein ziemlicher Gleichklang. Allerdings gibt es dann eben nach diesem Fördermaximum 1909 einen Abschwung der dann erstmal ähm, auch nicht richtig aufgefangen wird, sondern äh, dann allenfalls durch den, durch den Ölschacht steigt es dann wieder an, ab den Na 1920er Jahren, aber spätestens dann eben Ende der 20er Jahre überrennt dann Nienhagen äh, als neues äh, Öldorf Wietze und äh, läuft eben, eben auch den Rang ab. Und dann kamen ja auch noch weitere Ölfelder. Schauen wir uns noch mal ein paar wenige Bilder an, die aber sehr... Aufschlussreich sind hier eine frühe Darstellung, also aus der Anfangszeit, das ist sicherlich um 1901, 1902. Sie sehen dort auf ein, ein großes Fasslager, was äh, umzäunt ist. Und äh, ein Schild äh, relativ zentral neben, diesem, neben dieser Pyramide aus Ölfässern. Da steht Zellevize. Die Zellevize AG wurde also durch Adelbert Kaiser gegründet, 1900, als drittes Ölunternehmen. Und also man kann hier kaum zählen, aber was ich eben weiß, äh, müssen das um die 60.000 Barrels gewesen sein. Die musste man ja auch erstmal dahin schaffen und befüllen, was auch nicht so einfach war. Ja, wenn man dann mal weiterguckt hier, das sind also so typische. Aufnahmen einer Bohrmannschaft, äh, alle miteinander. Ähm, wir haben das auf unserer Website auch nochmal in, in sehr schön animierter Form, ähm, in dreidimensional. Also, das sind schon sehr äh, ja, also eindrucksvolle Fotos aus unserem reichhaltigen Fotoarchiv. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich in die Gesichter schaut, das sind wirklich äh, gestandene Männer mit wirklich wettergegerbten Gesicht, so wie man sich das vorstellt, mit großen Bärten. Äh, sehr schön, auch bei uns nochmal in der Ausstellung zu sehen, diese Ansichtskarte aus dem Jahre, also gestempelt 1917, zeigt also auch nochmal das Wietzer Ölfeld. Äh, hier in der Bildmitte ein Herrn mit äh, einem sogenannten Muckelbecher, der noch von der Wasseroberfläche Öl abschöpft in so eine Tonne. Und vorne ein Mädchen, die Dame ist also erst vor einigen Jahren im wieze Altersheim verstorben. Ich konnte sie leider nicht mehr interviewen. Das ist also die, die Situation an der Witze. Später wurde hier, das kann man also relativ sicher sagen, dann der Ölschacht gebaut. Das sieht man an dem Schild hier an diesem Förderturm. Diese Bohrung HW 42 kann man also relativ gut lokalisieren. Und dann nochmal ein Bild hier von der Ölverladung an der, Wietze, an der Aller. Entschuldigung. Also, Sie sehen hier auf den Tanks die, die Aufschrift Deutsche Vacuum Oil Company. Ähm, das war also ein, äh, ja, ein, der deutsche Ableger äh, eines amerikanischen Ölunternehmens. Die haben sich schon relativ äh, früh, ich glaube 1898, in Hamburg, äh, eine ein, äh, Dependance gegründet und haben dann Öl eingekauft. Und das wurde bis zum Ersten Weltkrieg tatsächlich auf dem Wasserwege über aller Weser, Elbe, bis nach Schula, wo heute die Schiffsbegrüßungsanlage ist in Wedel transportiert und in der dortigen Raffinerie verarbeitet. Und das sind jetzt die Tanks 3 und 4. Also es ist auch sehr beachtlich und in der Tat, der Großteil des Öles wurde sogar auf dem Wasserweg abtransportiert. Und es gab eine große Konkurrenz zwischen der Eisenbahn, die aber staatlicherseits subventioniert war, und eben dem Transport auf dem Wasserweg. Ja, und jetzt nur noch mal so kurz, was geschah denn dann noch? Das ist unter anderem Gegenstand eines Forschungsprojektes, von der Uni Hannover, das jetzt gerade kürzlich gestartet ist. Also die Frage, welche Auswirkungen hatte eben die NS-Zeit auf die Erdölindustrie? Sie können sich vorstellen, der große Kraftstoffbedarf hat natürlich da eine Menge in Bewegung gesetzt. Wenn man jetzt mal anfängt, eben mit der, mit mit der Abteufung des Wietzer Ölschachtes innerhalb von zwei Jahren, das war also ein erster wichtiger Schritt. Nienhagen, wie gesagt, ich erwähnte, das entwickelt sich dann. Also die Erdölwerke Hannover haben mit der Bohrung EH32 also eine sagenhafte, einen sagenhaften Fund gemacht. Die Bohrung lieferte anfänglich eben 35 bis 40 Tonnen Öl pro Tag. Sie liefert auch erstmal den Nachweis, dass also Öl nicht nur sozusagen in diesen flachen Bereichen vorkommt, sondern deutlich tiefer. Man hat dann auch in Nienhagen versucht, einen Ölschacht zu bauen. Der ist dann aber gescheitert. Ich glaube in einer Tiefe von 110 Meter. In der gleichen Zeit wird in Hannover eine erste Größe, ein Tankkiosk der Firma Olex, eröffnet am Raschplatz. Das geschieht natürlich dann zeitgleich auch in anderen großen Städten wie Berlin oder Hamburg. Das war also auch das Jahr 1922. Erstmals 1925 haben wir dann Rotaribo nach amerikanischem Vorbild. Das war eben die Krug von Nida 2 in Nienhagen durch die, das renommierte Unternehmen Itag. Und ähm, bis dato hatte man, das muss man immer wieder betonen, hat man halt äh, Schlachbohrungen nur durchgeführt, unter anderem nach dem kanadischen Bohrverfahren. Dann hat man Ende der 20er Jahre das Nordwestfeld, das ergiebige von Den Hagen, eben erschlossen, sich die Gewerkschaft Elverat. Ähm, die hatten dann schon eine Bohrung von 936 Meter Tiefe, die E38, die dann also 400 Tonnen täglich produziert. Das sind natürlich mal wieder ganz andere Dimensionen. Das wurde dann auch interessant für das internationale Kom äh, Kapital. Es wurde 1929 also die North European Oil Company gegründet ähm, durch amerikanische Investoren. Das, äh, da gab es dann auch viele Gerüchte. Man wusste gar nicht so genau, was ist da geplant. Hatte natürlich große Sorge, dass auf einmal äh, sozusagen das, das, Öl, das deutsche Öl äh, in, in, in falsche Hände, in ausländische Hände kommen könnte. Die hatten also eine noch beeindruckende Pachtfläche von 6.800 Quadratkilometer. Hier steht Kubikmeter. Das stimmt natürlich nicht. So, und dann wurde aber das äh, Unternehmen dann auch schon bald aufgekauft. Äh, aber auch hier war wieder ausländisches Kapital beteiligt, nämlich ähm, dann zuletzt die Gewerkschaft Brigitta, die dann später in die BEB überging. Da war es eben die, die Shell und die Standard Oil ähm, dran beteiligt. Und äh, letztlich für Hannover, für die Landeshauptstadt nochmal von großer Relevanz, der Bau der neuen Großraffinerie, der Deurak ähm, äh, und dann später der NERAK. Ähm, hier in Miesburg, da gibt es ja auch noch äh, Relikte sozusagen. Äh, und die ist eigens eben, ich erwähnte das am Anfang, für das paraffinhaltige Nienhagener Öl gebaut worden. Also nicht jede Raffinerie kann jedes Öl verarbeiten. 1936 kam dann eben die NERAG, die neue Erdölraffinerie, dazu. Und ganz entscheidend dann unter den Nationalsozialisten, die ja 1933 ans Ruder kamen, war die Einführung des Staatsvorbehalts bei Erdöl. Und damit die Ablösung des Grundeigentümerbergbaus, denn das ist äh, das Bemerkenswerte, anders als bei anderen Rohstoffen. Das Erdöl war eigen, im Eigentum des Grundeigentümers und der konnte darüber befinden, wer da bohrt oder nicht. Und das hat eben auch zu vielen Nachteilen äh, geführt, äh, hat die Produktion sehr verteuert. Und da haben die Nationalsozialisten natürlich der Sache äh, haben kurz einen kurzen Prozess gemacht, haben gesagt, nein, das, das muss jetzt anders laufen, haben dann das Reichsbohrprogramm eingeführt. Mit dem also äh, Explorationsbohrungen äh, subventioniert wurden. Das heißt, also der Staat hat sich zur Hälfte beteiligt. Wenn die dann fündig waren, dann musste man das Darlehen zurückzahlen. Und mit der geophysikalischen Reichsaufnahme schließlich hat man dann eben versucht, systematisch neue Lagerstätten zu finden, weil die bisherigen ja natürlich überhaupt nicht ausreichen für die raumgreifenden äh, Pläne der Nationalsozialisten und ähm, ja und dann sind im Ergebnis also Bilanz sozusagen 1945 dann doch immerhin 663 Bohrungen abgetäuft worden und dadurch 19 neue Erdölfelder entdeckt worden vor allen Dingen auch im Emsland und die konnten dann auch erst in der Nachkriegszeit richtig ausgebeutet werden das heißt da werden wichtige Grundlagen gelegt die dann in der Nachkriegszeit auch wirklich noch mal einen großen Aufschwung mit sich gebracht haben und die Förderung in Nienhagen wiederum hat dann aber schon 1938 mit 358.000 Tonnen, aber das ist beachtlich. Wir denken an die 113.000 da in Wietze, 1909. Ähm, ja, ist dann das Maximum eigentlich äh, schon erreicht worden. Ja, und damit komme ich auch letztlich schon zum Schluss. Habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut, aber ich denke, von der Zeit her äh, passt das ganz gut. Frage, Erdölreserven in Deutschland, gibt es noch Öl? Wird das noch gefördert? Also Sie haben das ja auch alles mitbekommen die Diskussion, es gibt nicht mehr große Bereitschaft in der Bevölkerung, Förderung hier zuzulassen. Es gibt dort große Bedenken, insbesondere im Hinblick auf das Fracking, ob die nun berechtigt sind oder nicht. Sie existieren, man muss also damit umgehen und das hat natürlich auch Konsequenzen. Interessant ist aber mal hier rechts eingezeichnet, eben die sicheren oder wahrscheinlichen Reserven bewegen sich bei 28 Millionen Tonnen. Ähm, wenn man jetzt mal guckt, was zwischen 1881 und 1952 18 äh, gefördert worden sind, dann ist es gerade mal die Hälfte. Also auch hier sieht man natürlich einen enormen Fortschritt. Ähm, und auf der anderen Seite oben äh, halt äh, sieht man auch, dass natürlich schon sehr viel äh, gewonnen wurde, 305 Millionen Tonnen. Höchststand war äh, 1968. Seitdem geht die Erdölförderung bergab und wir sind jetzt eben bei 1,9 Millionen Tonnen nur noch etwa. Ja. Dann darf ich Ihnen jetzt mal für, für Ihre Aufmerksamkeit herzlich danken, möchte äh, aber nicht sozusagen das Ganze äh, hier beendigen, ohne Sie darauf hingewiesen zu haben, dass das Deutsche Edelmuseum ja seit einiger Zeit äh, in der sozusagen Neuaufstellung ist. Wir haben jetzt im letzten Jahr unser größtes Außenexponat, einen 54-meter-hohen Bohrturm der Firma Winterseil komplett saniert. Der ist dann auch bald wieder zugänglich und äh, sind jetzt dabei. Ähm, haben jetzt die Mittel eingeworben für die neue Dauerausstellung, die dann 2022 komplett erneuert werden soll. Es tut sich eine Menge. Wir haben eine kostenlose Museums-App, die können Sie sich runterladen, können also auch dann den Ölort, das Öldorf Wietze auf eigene Faust, GPS-gesteuert erkunden und ja, sind halt jederzeit bei uns willkommen. Wir bieten auch Führung an. Und äh, zum guter Letzt darf ich auch nicht äh, oder möchte nicht äh, vergessen, darauf hinzuweisen, dass wir uns eben momentan dafür einsetzen, dieses Erdölfeld, äh, also die Relikte dieser, dieser Produktionsanlagen, auch unter Denkmalschutz äh, zu bekommen. Denn tatsächlich äh, gibt es momentan weltweit äh, ein verstärktes Bewusstsein für die Relikte der Ölindustrie. Es wird also im Herbst auch eine Tagung dazu geben. In Polen, da geht es auch um die Frage, inwieweit vielleicht sogar äh, das Ganze unter UNESCO-Schutz kommen könnte. Und ich glaube, äh, die VISA-Anlagen sind natürlich zumindest in Mitteleuropa ziemlich einzigartig. Und ähm, das ist auch letztlich dadurch dokumentiert, dass wir in einem aktuellen Gutachten der von Tiki für ICOMOS für den Internationalen Denkmalrat als einzige Institution in, Mitte, in Europa, muss man sagen, als, als Case-Study aufgeführt sind. Das können Sie sich auch im Internet herunterladen. Also wir hoffen, dass wir damit auch letztlich diese Anlagen dann dauerhaft sichern können, denn es ist ja ganz klar, wir stehen an einem Wendepunkt. Erdöl wird in Zukunft nicht mehr die herausragende Bedeutung haben und insofern müssen wir uns klar werden, welche Bedeutung es gehabt hat, für das letzte Jahrhundert insbesondere, welche geopolitische Relevanz und müssen halt sehen, dass wir auch diese Geschichte halt tatsächlich bewahren und auch noch besser erforschen und äh, eben auch zugänglich machen. Und in diesem Sinne möchte ich auch den heutigen ähm, Beitrag verstanden wissen. Ich hoffe, Sie haben es mitgenommen. Ähm, und ja, wir sehen uns vielleicht dann noch mal irgendwann im Erdmuseum. Ich darf mich sehr herzlich bedanken und äh, ja wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.